Servus, der Marc, Frau und dieses Studio ist hier bei mir, das geht hier in der Selma. Du warst schon bei uns für den Zungenpiercing, ne? Ja. Und heute mal beim Bauchnabelpiercing. Bei dir sehr spannend von der Konstellation, dass du eine Strappung hast. Ja. Und quasi der Bauchnabel auch versetzt worden ist, wie man sieht, ja, ne? Und da fragen mich viele, kann man mit einer, ist ein künstlicher Bauchnabel, der versetzt worden ist, ein Piercing stecken oder nicht? Und die Antwort ist, natürlich kann man das. Wenn man weiß, wie, wo, was, geht das. Vorteil ist, es wird wahrscheinlich weniger wehtun, weil man meistens sehr wenig Gefühl drin hat. Nachteil ist, es kann sein, manchmal, dass es trotzdem rauswächst. Weil natürlich das eine andere Haut ist. Die Haut oft, nicht immer, aber ab und zu nicht die gleiche Festigkeit hat, wie jetzt normaler Bauchnabel. Aber auch da gibt es Leute, die haben beim normalen Bauchnabel schlechtes Bindegewebe, wenn es wächst raus, und bei ihnen ein gutes Bindegewebe. Das kann man nicht pauschal sagen, aber es ist ein Risiko, was da ist. Ja, muss nicht sein, kann sein. Möchte ich dir noch einfach vorher sagen. Ich zeige es mir mal an und dann bereiten wir das mal. Wann hast du es machen lassen, Daniel? Ja, ja. So, jetzt. Ich sehe viele Fragen, ob das geht von den Kunden. Deutschland überall und immer schön, ich habe zwar ein paar Videos dazu, aber immer wieder gut zu machen, immer wieder mit neuen Videos zu belegen. So. Gut. Dann machen wir hier hin. Du darfst gerne am Spiegel anschauen selber. Einmal kurz gucken, was du siehst. Ich habe zwei Punkte gemacht, einen oben, einen unten, wie man hier innen in die Nadel fand, tiefer rein, dass es dann auch genug sitzt, dass wir genug Haut haben und wir können das Auge überstecken. Passt. Das ist ja mal, sage ich mal, soweit alles. Soweit sind wir da klar, dann bist du es mit Glitzer, haben wir gesagt, in Weiß. Jetzt oben in und Weiß. Unten. Perfekt. Super. So. So, warte kurz noch, dann tun wir noch kurz auf. Wichtig ist mir, dass du halt noch kommst in 6 Wochen. In 6 Wochen haben wir einen Kontroll- und Wechseltermin. Okay. Unbedingt schnell schauen, dass sind keine Zeichen, sag ich mal, außergewöhnlichen Bauchnabel, die wirklich natürlich, dass du auf jeden Fall kommst, weil da möchte ich mögliche Anomalien in der Heilung frühzeitig erkennen, okay, und gegensteuern können, wenn denn welche da sind. Weil manche dort machen es dann schleißig, das wäre schlecht. So, leg dich bitte zu mir. Dann darf ich kurz hinlegen. Kopf hoch, Beine runter. Und ich bereite mich mal vor. So, Dani. Gott. Geht's von dir, von Ihnen? So. Dann werden wir noch den Schmuck auspacken. Und dann geht's los. Gut. In der Zunge geht es gut, oder? Ja, sehr gut. Wann habe ich das gestochen? 8 Jahre. 8 Jahre? 8 oder 5 Jahre. Das ist schon lange her, schon. Ja. Schon 8 Jahre. Und Zähne alle gesund, keine Zähne kaputt gemacht? Wenn man drauf aufpasst, passiert eigentlich auch nichts. Mhm. Schon.
Was schlimm? Was? Passt. Wenn du magst, einmal in den Spiegel schauen. Dir gefällt? Ja. Geh mal einen Schritt, zeig ich mal kurz zu mir, kann ich es mal kurz filmen von vorne? Total schön, ja, wirklich mega. Hat sich gelohnt, hoffentlich. Für du hast es vom Stechen her auszuhalten. Hast du überhaupt was gespürt? Oder? Ja. So, von der Pflege her wichtig. Also, dann machen wir ein bisschen Pflege natürlich genau gleich. Ob das ein giftiger Name ist oder nicht, ist wurscht. Hygiene ist das Allerwichtigste. Erst die Hände waschen und desinfizieren, das weißt du eh. Nimm zuerst das Pondelin Spray, sprüh dir dann bitte einfach zwei Durchquerer oben und unten rein, auch wirklich in die Nabelfalte, das wird ja nämlich recht groß. Einwirkzeit 30 Sekunden, dann mit einer Küchenrolle, die du dir auch ansprühst, feucht putzen oben und unten drin. Okay. Dann nehmen wir das Gel, da reicht ein Tropfen auf den Finger, wie gewohnt einschmieren oben und unten und das bisschen Salz in der Wege. Und das machst du jetzt 3 Wochen zweimal am Tag und dann 3 Wochen einmal am Tag, das heißt 6 Wochen am Stück. Okay. Ersten 3 Wochen zweimal, 2. Wochen einmal. Und dann kommst du immer her, bis ich mir anschauen kann, wäre wichtig. Ganz wichtige Verbote, nicht in die Sauna, nicht ins Dampfbad, Solarium. Nicht in die Sauna, also Solarium und Dampfbad geht 2 Wochen. Schwimmen gehen 3 Wochen. Haare waschen, Sport und Duschen, darfst du tragen. Okay. Ja? Und Bauch frei, also nicht die High-Waist-Hosen drücken, so wie jetzt, sondern einfach okay. Drüber ist okay. Aber High-Waist-Hosen, wenn die starken oder Gürtel drücken, okay. Das ist scheiße. Okay. Soll immer nicht zu starker Druck drauf kommen, die ersten Sachen. Okay. Hast du noch Fragen? Nein. Dann danke ich dir fürs Schwimmen lassen. Danke euch fürs Zuschauen, das war Dieter Marc. Selber.